In Blintrop in Westfalen gibt es die private, außergewöhnliche Oldtimer-Sammlung von Frank und Martina Levermann. Ihrer Markentreue verpflichtend gibt es Exponate der Marken Borgward und Volkswagen. Hierzu zählen unter anderem ein 50 PS VW Bus T1 aus Baujahr 1960. Ein weiterer Volkswagen-Traum steht hier, ein Käfer Cabrio aus Baujahr 1957. Auch dieser Hanomag Perfekt 400 ist markentreu und mit einem 34 PS Dieselmotor aus der Konstruktion von Borgward ausgestattet. In dieser einmaligen Fahrzeugsammlung steht seit ein paar Monaten Gustav, ein Borgward B1250, der restauriert werden soll. Hierüber wurde ja vom Echmücke Studio auf YouTube ausführlich berichtet. Einige LKW-Oldtimer-Freunde aus dem Sauer- und Siegerland hatten sich bei Frank und Martina angemeldet, um einmal zu sehen, wie weit die Restaurierung von Gustav vorangeschritten ist. Alle Oldtimer von Frank haben einen Namen, und zwar den Vornamen des letzten Besitzers. Auch eine Hedwig ist mit dabei. Zu dieser Sammlung zählen auch noch ein Borgward Hansa 1500, ein Lloyd 400 mit Zweitaktmotor und 13 PS oder der Lloyd 600 mit einem 600 Kubikzentimeter Viertaktmotor mit 19 PS aus Baujahr 1957. Nachdem die LKW-Oldies ihre Parkposition eingenommen hatten, begrüßten Frank und Martina die Besucher von Gustav. Diese wiederum bedankten sich auf Sauerländer Art mit einem Präsent für die Einladung. Ist nicht nötig, muss ich einfach mal sagen. Doch dann endlich stellte Frank seinen neuen Borgward, ein B1250, den interessierten Besuchern vor. Sofort begannen für ein paar Stunden die sogenannten PS-Gespräche. Jeder hatte interessante Dönekes zum Besten zu geben. Viele sagen auch, das geht, das kannst du machen, aber ganz viele sagen auch, das geht gut. Und ich habe es bei diesem Fahrzeug auch benutzt. Ich bin ganz zufrieden damit, außer man muss ja auch mal was probieren. Ja. Man kann nicht mal nur was anzweifeln, man muss es einfach mal ausprobieren. Ja. Ja. Ansonsten ist ja überschaubare Technik dann so. Kleiner LKW. Ja. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um etwas über die angereisten LKW-Oldtimer zu erfahren. Redselig berichteten die Fahrer über ihre Exponate. Zu jedem Fahrzeug gab es interessante Geschichten. Hören und sehen wir jetzt einmal. Ja, also wir haben hier einen Opel Blitz B. Die sind von 1965 bis 1974 gebaut worden. Dieses Fahrzeug ist von 1970. Hat dann seinen Koffer bei Voll in Würzburg bekommen, ist dann nach Magirus nach Ulm gefahren worden und hat da seine feuerwehrtechnische Ausrüstung bekommen. Ist gelaufen bei der Feuerwehr Netfen, Löschgruppe Grissenbach, ist dort im Jahr 1993 ausgemustert worden und ich habe das Fahrzeug 1994 übernommen. Und er ist praktisch noch im Originalzustand, da sind zwar ein paar Bleche reingekommen, die Bleche wurden aber noch zu seiner aktiven Zeit eingebaut, also der ist praktisch wirklich so, wie er aus dem letzten Einsatz gekommen ist,
steht er jetzt hier noch. Also unverbastelt. Unverbastelt. Und ist auch durchaus einsatzfähig. Der war natürlich leer, wie ich ihn bekommen habe. Habe im Laufe der Zeit die Ausrüstung wieder ergänzt, wieder neue Sachen da drauf getan. Teilweise ist er ein bisschen von der Normbeleidung abweichend, aber ist so eine kleine Mischung aus Gerätewagen und Löschgruppenfahrzeug. Ist also auch voll einsatzfähig. Pumpe, funktioniert alles an dem Fahrzeug. Ja, und so nimmt er dann schon mal an historischen Löschübungen teil oder auf Fahrzeugtreffen oder wie heute hier halt an dieser schönen Stelle. Ja, mein Name ist Rainer Neuhoff. Ich komme aus Morsbach an der Sieg. Das ist mein Fahrzeug, ein A6500 von Magirus Deutz, Baujahr 53 und kommt aus Belgien. Das ist also ein ehemaliges belgisches Armeefahrzeug. Ja, mit Vorbauseilwinde, Allradantrieb, 178 PS bzw. 170 PS aus 10,633 Liter Hubraum. Ja, das Fahrzeug habe ich seit 95. Da haben wir den umlackiert und ja, seitdem fahre ich den mit Spaß und Freude. So, jetzt. Ja, das ist ein Mercedes L325 von Baujahr 1955. Habe den 1997 gekauft. Der Wagen hat 7,3 Liter Hubraum, ist ein rein 6-Zylinder-Motor mit 2 Zylinderköpfen, hat 125 PS, habe das Fahrzeug über die Jahre aufgearbeitet und ja, ist in einem jetzigen Zustand geworden, sage ich mal. Hab so nach und nach alles fertig gemacht und erfreue mich jetzt die nächsten Jahre an dem LKW. Die Familie Levermann versorgte zu diesem Event ihre Gäste mit zahlreichen gekühlten Getränken und einer Bratwurst vom Grill. Hier steht ein Traum vieler Generationen, der Bulli T1. Dieser ist seit 2012 im Besitz der Familie. Frank kaufte diesen VW-Bus als Reimport aus den USA in Kassel. Dieser wurde 1960 in Hannover gebaut und nach Seattle ausgeliefert und fand nach vielen Jahren den Weg ins Sauerland nach Blintrop.
Ja, es handelt sich hier um einen Mercedes vom Typ 312 LA Fahrgestell, LA für Lastwagen Allrad. Das Baujahr ist 1959 und das war das erste Tanklöschfahrzeug im gesamten Kreis Olpe. Hatte früher auch eine Vorbauseilwinde, die hat man aber dann entfernt aus technischen Gründen. Daher sind auch vorne noch diese Bleche hingekommen, wo früher die Technik durchgesteuert wurde für den Seilwindenantrieb. Ja, Motor, wie gesagt, ist ein Turbomotor, 90 PS mit Turbo auf 100. Was haben wir sonst noch Schönes? Ein Wassertank von 2400 Liter Fassungsvermögen über eine fest eingebaute Feuerlöschkreisepumpe. Staffelbesatzung. Staffelbesatzung heißt ein Fahrer und 5 Mann, 6 Personen. Das Fahrzeug wurde 1972-73 bei der Stadt Olpe ausgemustert und ging an die Löschgruppe, die zu uns gehört, Oberfeischede, 10 Kilometer von uns entfernt, Richtung Lennestadt. Das ist an die Grenze von uns. Die haben den dann noch gefahren bis 1983-84. Dann haben wir den ein Jahr lang zerlegt. Motor raus, Kabine, Türen raus, Fenster raus, Himmel raus, Aufbau runter, alles abgehoben, was machbar war. Dann ist der neue Sand gestrahlt worden und wieder neu aufgebaut. Und 1985 kam das Fahrzeug zum ersten Mal wieder in Dienst. Also Dienst direkt nicht, aber als Oldtimer auf die Straße. Beim Festzug-Jubiläum in Attendorn. Ja, was haben wir sonst noch? Wem gehört das Fahrzeug? Das Fahrzeug ist jetzt der Feuerwehr Olpe. Das wurde seinerzeit vom vorhergehenden Bürgermeister, dem Oldtimer-Verein, geschenkt. Und ja, das ist jetzt im Bestand. Und die Pflegearbeiten, das bin ich. Also, man sieht ja schon hier, nicht? Keinen verstellbaren Sitz, außer zwei Zacken. Für dicke Leute nicht geeignet. Und einfach Armaturenbrettbeleuchtung. Das war Armaturenbrett, also das ist so, der Hit ist das. Einfache Technik. Ja. Dann vorglühen, aber er ist ja noch warm, er wird sicherlich jetzt so angehen. Ja. Tür ganz zu. Ihr habt ja jetzt Gustav besucht. Wo fahrt ihr mit euren Oldtimern von hier aus hin? Also wir haben gleich vor, die Rückfahrt anzutreten in Richtung Eslohe, fahren dann durch das Frettertal weiter auf Richtung Finnentrop und von da aus müssen wir mal sehen, ob wir wieder längs Biggisee oder die andere Route über Gräfenbrück fahren, das ist noch nicht ganz klar. Ich habe eine Metzformerpumpe noch am Dach oben liegen. So, da ist er. Wie gesagt, 6 Zylinder, Kommandantenmotor, 80 PS. Und alles noch im Originalzustand. Lass mal im Lauf. Klassisch alten Hörner noch. Links ist immer das für Tatü und rechts für Tata. Danke. Fuhrhalterei ist ein alter Begriff, praktisch für eine alte Spedition. Man hatte früher die Posthalterei, man hatte die Fuhrhalterei. Posthalterei, da wurden halt die Briefe befördert, beziehungsweise da war eine Station, wo die Postkutsche dann Pause machen konnte, wo die Pferde gewechselt wurden, wo die Reisenden auch mal sich erfrischen konnten, was zu essen nehmen konnten. Die Fuhrhalterei war praktisch halt die Dorfspedition. Also mein Opa ist zum Beispiel noch mit einem Fuhrwerk, mit Pferden oder auch teilweise nur noch mit Ochsen, dann nach Rote Mühle, am Bahnhof gefahren und hat das Stück gut abgeholt. Und daher ist dieser Begriff noch irgendwo so ein bisschen von mir überliefert worden, obwohl er mittlerweile gar nicht mehr so gängig ist. In der Schweiz gibt es noch mehrere Firmen, die also wirklich auch noch diesen Begriff Fuhrhalterei verwenden. Aber hier in Deutschland halt
gänzlich ausgestorben. Darf ich stören? Wie hat es euch denn bei Gustav gefallen? Wunderbar. Ja, besser geht nicht. Alles gut gelaufen. Temperatur war auch gut. Ja, aber die Getränke auch. Extra draußen auch angeheizt hier. Frank, du hast dir wieder alle Mühe gegeben, oder? Ja, stets bemüht. Oder? Man muss sich nur zum Wissen helfen. Er war stets bemüht, ja. Danke für den Mitbringsel, oder? Ja, das ist ja selbstverständlich. Das war nicht nötig. Sind ja auch gut bewirtet worden. Muss ja sein. Muss man ganz schön. Das hat euch ein bisschen hier gefallen. Die Metzger oder Bauern, kannst du sagen, schön, von dem Zeug können wir bei mir zwischen mir kennen. Ja, ja. Zur Krönung dieser Veranstaltung gesellte sich auch noch Vater Levermann mit seinem Heinkel-Kabinenroller für ein paar Fotos zu den LKW-Holis. Er kam aus Neuenrade von einem Kleinwagentreffen. Dann dreh mal eine Runde. Ich fahre kein LKW kaputt. Ich habe zwar Führerschein, aber hätte ich jetzt Angst. An diesem herrlichen Tag vergingen die Stunden wie im Flug. So gegen 16 Uhr verabschiedeten sich die Besucher von Frank und Martina und machen sich auf den Heimweg. Ihre letzten Worte waren: Wir kommen gerne wieder.